Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt, und ich bin genauso wie Sie erschüttert über die dramatische Tatsache, dass schon seit längerem in Deutschland ein Mangel an Fiebermedikamenten, vor allem für Kinder, besteht. Es hilft uns jetzt nicht, über die Ursachen zu lamentieren. Ich möchte Ihnen helfen, mit dieser Situation, so gut es geht, klarzukommen. Zwei Dinge sind mir dabei wichtig. Zum einen zu erklären, welche Alternativen es gibt zu den fehlenden Fiebersäften und Zäpfchen, und zum anderen, wann und ob Fiebermittel überhaupt notwendig sind. Und damit fange ich gleich mal an, denn nach meiner Erfahrung werden viele Fiebermittel gegeben, obwohl sie eigentlich nicht wirklich nötig sind. Nicht ohne Grund habe ich genau deshalb bereits vor einigen Jahren Videos auf diesem Kanal über das Fieber, die Fiebertherapie und das scheinbare Schreckgespenst Fieberkrampf gedreht. Ich empfehle Ihnen dringend, sich diese Videos anzuschauen. Ihr Inhalt ist, obwohl schon älter, dennoch top aktuell. Da erkläre ich unter anderem, dass Fieber erst ab 42 und nicht ab 40 Grad für den Körper wirklich gefährlich ist. Und deshalb betone ich in diesen Videos, dass es nicht darum geht, dass Fieber zu behandeln, sondern das fiebernde Kind, das unterm Fieber leidet. Und das ist ein Riesenunterschied. Denn viel zu viele Kinder bekommen Fiebermittel nur aus Angst der Eltern vor dem Fieber und nicht, weil sie bräuchten. So richtig kann ich mir die Angst vor dem Fieber nicht wirklich erklären. Fieber ist ja eine völlig natürliche Reaktion des Körpers bei einer Auseinandersetzung mit einem Krankheitserreger. Achtung, bei Säuglingen, also Kinder unter einem Jahr, sollte die Ursache für das Fieber möglichst bald herausgefunden werden. Da sollten Sie grundsätzlich Fiebermittel nur in Absprache mit Ihrem Arzt geben. Es braucht jetzt offensichtlich mal diese Mangelzeit, in der ein Fiebermittel nicht so leicht zur Hand ist, um zu reflektieren, ob es überhaupt nötig ist. Ein Kind profitiert von einem Fiebermittel zumindest für ein paar wenige Stunden, wenn es unter dem Fieber leidet, das heißt nicht mehr trinkt, nicht mehr schlafen kann oder starke Schmerzen hat. Und was können Sie also jetzt machen, wenn Sie für Ihr Kind tatsächlich ein Fieber- oder Schmerzmittel brauchen und Sie nichts mehr zu Hause haben? Sie können zunächst mal schauen, ob in Ihrer Hausapotheke ein Paracetamol- oder Ibuprofenpräparat für Erwachsene da ist. Sie könnten diese Erwachsenentablette nämlich teilen. Ein Kind ab 6 Jahren braucht 200 Milligramm Ibuprofen pro Gabe. Das entspricht einer halben 400er Ibuprofen-Tablette für Erwachsene. Wenn Ihr Kind diese recht große Tablette nicht schlucken kann, was meistens der Fall ist, besteht die Möglichkeit, sie zu zermörsern und zusammen mit zum Beispiel Joghurt oder Banane oder in einem Schluck Saft zu geben. Kinder ab 4 Jahren können eine halbe 500er Paracetamol-Tablette auf die gleiche Weise bekommen. Bleibt das Problem der Babys. Fehlende Zäpfchen können nicht einfach ersetzt werden, da das Teilen der größeren zu ungenau wäre. Allerdings können in der Zwischenzeit viele, nicht alle, aber viele Apotheken einen 2%igen Ibuprofen-Fiebersaft selbst herstellen, der auch Babys ab 6 Kilogramm gegeben werden kann. Einschränkend muss allerdings gesagt werden, dass dieser von der Apotheke hergestellte Saft oft nicht so süß und wohlschmeckend ist wie der gewohnte. Da braucht es dann entsprechende Tricks mit der gleichzeitigen oder sofort anschließenden Gabe von etwas, was dem Kind schmeckt. Bleibt das Problem der ganz kleinen Babys. Wenn es in Ihrer Apotheke und Umgebung keine Babyzäpfchen gibt, rate ich Ihnen, bei Ihren Nachbarn oder befreundeten Eltern nachzufragen, ob Sie vielleicht in Ihrer Hausapotheke noch Babyzäpfchen haben. Vor allem gegen Schmerzen helfen halt einfach nur Fiebermittel, die ja gleichzeitig auch Schmerzmittel sind. Mit Wadenwickel können Sie das Fieber auf natürliche Weise senken, wenn die Beine auch wirklich warm sind und nur dann. Und auch wenn die Kinder dies alles tolerieren. Auch dazu habe ich ein Video auf meinem Kanal, wo ich dies genau erkläre. Wenn der Kopf eines Fiebernden glüht, tut das Auflegen von kühlen, feuchten Tüchern auf die Stirn auch gut.
und kann so manches Fieberschmerzmittel vermeiden helfen. Von einer mir gut bekannten Apothekerin weiß ich, dass durchaus immer wieder Ibuprofen und Paracetamolpräparate für Kinder vom Großhandel an die Apotheken ausgeliefert werden, allerdings nicht kalkulierbar und in viel zu geringen Mengen. Umso wichtiger ist es, dass wir Mittel und Wege finden, mit dem wenigen, was wir haben, die zu versorgen, die sie auch wirklich brauchen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen weiterhelfen.